Ja, wir sind hier in der Oranienstraße 175 in einem Haus der Luisenstadt EG. Das ist eine Stiftung, die aus den besetzten Häusern der 80er Jahre hervorgegangen ist, und montieren hier drei Transparente in Eigenregie. Und zwar einmal unser Spreeufer für alle Transparent, dann Stopp A100 und Wasserprivatisierung, nein Dank. Und das kam zustande halt eben durch die freundliche Unterstützung der Eigentümer des Hauses in der Oranienstraße 175. Und wir hoffen auch, dass wir vorne noch einen der Schaukästen an der Straße bekommen, wo wir dann unser einen Infokasten machen wollen mit einer Wandzeitung zu weiteren Aktionen. Das Ganze ist nur ein Teil einer Gesamtkampagne, die darauf ausgelegt ist, in der Öffentlichkeit, im Straßenbild mehr Präsenz zu zeigen und mehr Transparente auch zu zeigen. Es gibt zum Beispiel schon ein Transparent vor dem Jahrm-Gelände von Spreeufer für alle und neuerdings auch eins auf der Wagenburg-Lohmühle. Wir nehmen an, dass auch durch die Aktionen hier es durchaus dazu kommen wird, dass auch andere Flächen sich noch ergeben werden, wo man weitere Transparente installieren kann.